Eine weitere Woche zieht ins Land und es ist wieder viel passiert in der Galaxie Far, Far Away. Wir widmen uns heute neuen News zum Star Wars Game von Ubisoft, welches mittlerweile sehr vielversprechend wird, und einer neu angekündigten Serie aus dem Mandalorian-Universum unter der Schirmherrschaft wieder einmal von Dave Filoni und Jon Favreau, die uns anscheinend doch die ein oder andere weitere Geschichte erzählen wollen. Das alles jetzt im Video. Damit auch. Hello there, liebe Freunde, willkommen zu einem neuen News-Video hier auf Star Wars Buddy. Es gibt wieder einiges zu berichten und ihr merkt, ich bin nicht im normalen News-Set, weil morgen kommt ein anderes Video aus dem Set. Und da habe ich mir gedacht, komm, du wirst dir das News-Video doch einfach mal direkt von hier aufnehmen. Zwei Themen, beziehungsweise drei Themen haben wir quasi für euch heute vorbereitet und die sind tatsächlich sehr, sehr spannend, weil sie insbesondere in den nächsten darauffolgenden Jahren für euch da draußen auch sehr wichtig sein könnten. Ihr habt es gerade auch schon angemerkt am Anfang, es geht um ein neues PC- bzw. Konsolenspiel, was ja Massive Entertainment zusammen mit Ubisoft momentan schon seit 2021 am Produzieren ist. Da gab es ja in den letzten Monaten einige ganz, ganz minimale Details, dass man weiterkommt, dass man Playtester sucht, dass man teilweise noch Leute für das Team sucht. Aber overall nimmt das anscheinend einen relativ guten Weg und steckt nicht in den gleichen Produktionsschwierigkeiten wie zum Beispiel Knights of the Old Republic oder Star Wars Eclipse, die ja sehr, sehr stark damit zu kämpfen haben, dass das überhaupt vorangeht. Nicht so bei Ubisoft, die sind da wirklich anscheinend auf einem sehr, sehr guten Kurs. Und da gab es jetzt mittlerweile auch ein neues Interview, wo einer der Game Designer einmal beschreibt, wie sich das Spiel anfühlt. Und das wurde ungefähr mit einem Open-World-Spiel verglichen, wie No Man's Sky, wo ihr in dem bekannten Star Wars-Universum unzählige Planeten besuchen könnt, unzählige Gegenstände, Charaktere und Co. finden könnt, die der Interviewpartner da auch schon beschreibt, aus Sachen, die man aus Jahrzehnten von Star Wars immer mal wieder erkennen darf. Und das ist natürlich eine wunderbare Nachricht für alle von uns. Die große Frage, die sich natürlich hier stellt, ist das Ganze Singleplayer oder Multiplayer? Weil bei all den Sachen wie Star Wars Eclipse, wie Star Wars Jedi Survivor, wie Knights of the Old Republic gab es immer oder gibt es immer ein Problem, nämlich es gibt keine wirkliche Alternative für Multiplayer-Spieler, außer das wirklich in die Jahre gekommene das Old Republic-Spiel, das MMO. Und da wünscht man sich natürlich auf meiner Seite auf jeden Fall, dass Ubisoft vielleicht hier einen großen Multiplayer-Modus einbaut. Ich persönlich würde es mir wünschen, mit anderen Spielern in diese Star Wars-Welt wieder einmal versinken zu können, gemeinsam Dinge zu erleben und das natürlich auf dem technisch momentan derzeitigen Stand. Trotz alledem, ich glaube, momentan ist es sehr, sehr unklar. Viele Leute sprechen sogar davon, dass es wieder ein Singleplayer-Spiel wird. Aber insbesondere mit dem Vergleich von No Man's Sky lässt man sich hier die Hintertür offen, dass natürlich andere Spieler dort auch mitspielen können. Ich persönlich freue mich sehr auf dieses Spiel. Dieses Jahr wird es nicht mehr rauskommen. Wir werden aber definitiv einige weitere offizielle Informationen bekommen und vielleicht dann auch schon 2024 reinstarten in diese Star Wars-Welt von Massive Entertainment und Ubisoft. Ansonsten müssen wir über Ghost Track 17 sprechen. Und ihr werdet euch fragen, über was? Ich dachte, das ist ein Star Wars-Kanal. Und ja, das ist der Arbeitstitel einer neuen Star Wars-Serie, die anscheinend auch laut dem Business Insider jetzt gerade sich in Produktion befindet, beziehungsweise in Pre-Production. Geführt werden soll das Ganze von Dave Filoni und Jon Favreau. Die haben uns ja auch schon aus dem Mandoverse, zum Beispiel The Mandalorian, Book of Boba Fett und jetzt die kommende Ahsoka Tano-Serie gegeben und geliefert. Ihr werdet die beiden ja so oder so kennen. Und auch Ghost Track 17, das auf jeden Fall der Arbeitstitel, diese Serie soll ebenso im Mandoverse spielen. Das heißt 5 bis 10, 15 Jahre nach Episode 6, zu der Zeit, die wir natürlich alle kennen und lieben gelernt haben. Und hier gibt es jetzt tatsächlich mehrere Optionen. Viele Leute denken natürlich direkt bei Ghost Track als Arbeitstitel an die Ghost und Star Wars Rebels. Und das würde tatsächlich auch sogar passen, weil wir mit Hera Syndulla, mit Ezra Bridger, mit Thrawn, mit Ahsoka, mit Sabine Wren, mit Chopper so viele bekannte Charaktere jetzt auch in der bald in ein paar Monaten kommenden Ahsoka-Serie wiedersehen und das vielleicht sogar eine Live-Action-Adaption von Star Wars Rebels und wie es weitergegangen ist oder wie es weitergeht zu Zeiten des Mandalorianers mit dieser Rebels-Crew sein könnte. Man sagt sich aber auch dabei, das wäre schon sehr, 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 sehr offensichtlich, wäre das der offensichtliche Arbeitstitel und dann auch direkt die Live-Action-Umsetzung von Star Wars Rebels.
auch wenn das natürlich nicht unmöglich ist. Andere Leute gehen davon aus, dass das eher mit dem Ghost Track 17, das war nämlich damals der 17. Track auf einen der Beatles-Platten, die haben quasi einen Hidden Song das erste Mal auf einer Schallplatte versteckt. Der kam nach einer kurzen Musikpause nach Track Nummer 16. Und dieser 17. Song, den hat man quasi nur verdeckt irgendwann dann auch mal entdeckt. Und hier gibt es natürlich viele verschiedene Vermutungen, wer denn vielleicht eine geheimnisvolle Person oder ein Orden oder ein Überbleibsel sein könnte, welche zu Zeiten des Mandoverse dann wieder entdeckt wird. Vielleicht sogar ja auch eine Person, die man für immer tot gehalten hat. Quinlan Voss, Mace Windu. Es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, auf die das potenziell zutreffen würde, aber eine wirkliche Bestätigung, die wird man dann wahrscheinlich erst bekommen, wenn der offizielle Titel oder die offizielle Ankündigung dieser Serie dann auch nicht nur mit dem Arbeitstitel da ist, sondern mit dem richtigen Titel. Und darauf freue ich mich tatsächlich sehr, da ich diese Timeline des Mandoverse mit Thrawn, Ezra und Co. eigentlich mit am interessantesten momentan finde. Ich hoffe, ihr hattet jetzt sehr, sehr viel Spaß bei diesem Video. Morgen solltet ihr auf jeden Fall auch einschalten, da wird es ziemlich, ich sag mal, actionreich. Und in diesem Sinne, möge die Macht mit euch sein, abonniert den Kanal, um nichts mehr zu verpassen und bis zum nächsten Mal. Euer Buddy.